Unleash the Beast. Was geht ab, meine Freunde? Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3. Machen jetzt hier weiter, wo wir das letzte Mal quasi aufgehört haben. In der Zwischenzeit bin ich halt einmal zum Feuer gegangen, hab nochmal geguckt, was es so bei dem Seelenhändler gibt. Ich habe nochmal drei Level gemacht, einen in Vitalität, einen in Ausdauer und einen in Geschick. Und bin wieder hier hingelaufen. Jetzt machen wir mal hier die große Tür auf. Gucken, was dahinter ist. So, da ich jetzt aber auch in dem Dings gesehen habe, hier müsste irgendwo ein Aschefürster sein. Hatte ich gedacht, ist der hier vielleicht, aber hier ist nur ein Leuchtfeuer. Vision von Finger. Was haben die alle mit ihrem Finger, Alter? Wegen ein Po' Mexico oder was ist da los? Okay, ich meine, da wo ein Feuer ist, ist nie was Schlimmes. Verbündete voraus, okay. Warum liegt dann hier ein Blutfleck? So, erstmal Leuchtfeuer aktiviert. Hinsetzen, den einen Trank, weil einen Trank muss ich nehmen. Ein so ein mistiger Ritter hat mich halt erwischt. Ist da etwa Zauberei? Übrigens, Vision von Sumpf. Vorsicht. Bärennöter. Ist ja eklig. Das bewegt sich. Das hat Titten. Titten sind gut. Titten können eigentlich nicht eklig sein. Ah, die ist groß. Ist das Freund oder Feind? Hallo, ich will mit dir reden. Bitte darum, den Eid leisten zu dürfen. Rosaria, Mutter der Wiedergeburt. Okay, wir nehmen den Eid jetzt erstmal. Rosarias Finger. Ah, okay, deswegen haben die ganze Zeit mit Finger hier. Finger in Po Mexico. Den Beweis des Eids geleistet. Reichzunge darbieten. Attribut neu zu weisen. What? Der Preis der Wiedergeburt wird in Leichtzungen gezahlt. In diesem Leben kann die Wiedergeburt noch 5-mal erfolgen. Möchtest du wiedergeboren werden? Nein. Dann will ich aber auch nicht meine Zungen dafür abgeben. Weil, kann halt sein, dass ich 5 Zungen habe. Wenn mich jetzt nicht alles täuschen würde. Ne, ich habe 3 Zungen. Aber ich kann 5-mal wiedergeboren werden. Na egal, da frage ich erstmal den Don. Ja, aber reden kann ich mit der so an sich nicht. Die da. Boah, ist ja widerlich, ey. Die ist das eklig. Aber hier ist ja also nichts mehr. Sehe ich hier nichts mehr. Okay, aber die Kathedrale kann halt. Und töfte Sachen. Okay. Gut, dann können wir jetzt zurückgehen. Dann gehen wir jetzt nach Irithyll. Ab zum Mondland. Eisen. Irithyll, Zentrum von Irithyll. Bin auf jeden Fall gespannt, ey, was da jetzt abgeht. Ah, genau deswegen. Ich glaube, die Ushigata. Ich glaube, deswegen hatte ich letztes Mal die Ushigata gehabt. Na ja, gut, ich habe ja jetzt noch mal ein bisschen. Genau, pass auf, ich gehe jetzt mal. Ich gucke noch mal. Also zu dem, Leute, ich habe nur eine Menschlichkeit genommen. Ich gucke jetzt mal, was ich habe gegen Kälte. Ja, 20. Hä? 26, 28. Nehmen wir das Ding mal. Haben wir hier. Boah, 57, 54, 64. Alter, 66 gegen Kälte. Also ich will hoffen, das bringt dann auch was. Weil theoretisch frieren die mich ja ein. Theoretisch frieren die mich ja ein. 11, 10. Heißt, wenn ich jetzt eine Kälterüstung habe, wollten die mir eigentlich nicht mehr so viel Damage machen, beziehungsweise mich so lange festhalten können. 28, 24. Aber ich glaube, dann bin ich richtig anfällig. Die hat 28, 41, 42 war das höchste. Die. Also ich gucke jetzt halt nur, dass ich wirklich viel Eisrüstung habe quasi, also viel Schutz gegen Kälte. Den Rest interessiert mich erstmal nicht. Ja, achso, das war... Ne, der ist es nicht. Oder wird der gleich... Ne, ne, das ist so ein Geist, okay. Wow, Alter. Alles klar. Alles klar, okay.
Also den zweiten Sprung sollte man definitiv dodgen, Alter. Die machen so einen kranken Damage, ne? Alter Vater, ey. Böse sind die. Okay, da war die Glut. Ach, leck mich am Sack, ey. Aber ich habe auch gedacht, da in der Kathedrale ist halt ein Boss da. Okay, die Glut ist weg. Kann man jetzt nichts machen. Vorne brüllt irgendwo einer rum. Ja, dann komm her. Sauf dir keinen und spuck mir irgendeine Scheiße hier entgegen. Jetzt herkommen. Ja, da kannst du nicht ab, ne? Nein! Der andere kommt von hinten, oder? Nein, aber da kommt irgendwas Böses. Okay. Naja gut, da muss ich mich halt ohne Glut durchkämpfen. Was ist ein zweiter? Nein, echt jetzt? Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen, ich komme hier nicht mehr raus. Was ist das denn? Ich konnte mich nicht mehr bewegen, Alter. Na toll, jetzt habe ich zwei so Pissbacken an den Backen. Okay, dich habe ich. Aua. Dumm ist, die machen auch Dunkeldamage anscheinend. Aua. Alter, die sind so krass, die Ritter hier, ne? Also die sind echt übel. Lass das sein. Ich mag deine Kotze nicht. So. Mist, Made. Alter. Okay, die sind echt übel, Alter. Also das sind echt komische Gesellen. Kann ich echt nicht ab, Alter. Machen halt richtig viel Damage. So, das Item haben wir uns ja das letzte Mal schon geholt. Das Tor ging, glaube ich, von dieser Seite nicht auf. Weiß nicht, ob ich die Rüstung wirklich behalten sollte oder doch eher so auf Schlag an die Rüstung gehen soll. Ja, lässt sich nicht von dieser Seite öffnen, genau. Weil das war echt... Das ist jetzt echt brutal gewesen. Holy shit. Na gut, gucken wir mal weiter. Ich will hoffen, davon kommen nicht so viele. Ich denke mal, die ersten waren jetzt nur zur Abschreckung. Diese Geister, die sind übel. Den erschrecke ich mich bis zum geht nicht mehr. Hätte ich nur Wald. Willst du mit dem Wald hier? Zu besoffen? Also der die Nachricht geschrieben hat, Alter, der war bestimmt stramm wie Sau. Und das? Also ich würde sagen, den ist kalt, aber der brennt der Kopf. Den brennt der Kopf mit schwarzen Flammen. Was so gut ist, ich weiß es nicht. Ich bin immer einfach direkt. Aber vor den Kollegen habe ich Angst. Wo ist der andere? Da. Bevor der irgendwas machen kann, lieber direkt hoch. Das ist ein goldener Ritter, Alter. Okay. Wo ist denn da jetzt ein goldener? Alter, was hat der für eine Waffe? Ist der besoffen, Alter? Was hat der für ein riesen Ding in der Hand, Alter? Der hat so eine riesen helle Bade. Oder ein Kreuz, oder was das ist. Also der fügt mir jetzt schon Respekt ein. Obwohl der noch gar nichts gemacht hat. Weiß nicht, ob ich vielleicht die Kleinen erstmal hinter dem angreifen kann. Bin seine Sklaven. Ey, entspann dich. Okay, da kam jetzt so ein kleiner Piekser von ihm. Ja, wir sind ja gut drauf. Okay, dann versuchen wir den Ritter jetzt mal. Nicht hier von hinten. Nein. Yep. Oh, oh, oh. Er hat mich nicht getroffen. Wow! What the fuck? Alter, der kann ja so komische Zaubertricks, der Typ. What the fuck? Ich meine, der bewegt sich langsam, aber der zaubert. Der macht komische Sachen. Weg mit dir. Irgendwas hat da jetzt so komisch gezischt. Keine Ahnung, was das war, aber... Ich denke, das wäre gut. So, weg mit euch.
synchron sterben. Sollte olympisch werden, oder? Was meint ihr, Leute? Synchron sterben, olympisch? Auf jeden Fall, oder? Eisblauer Moskum. Okay. Das wird wahrscheinlich genau das gleiche sein wie der lila Moosklumpen, nur halt für Gift. What the fuck? Jetzt sind die schon da oben. Und der schießt. Hat einen Flammenwerfer. Und so. Wow, wow, wow. Entspann, you. Kannst du dich mal bitte entspannen? Ich will gar nicht erst wissen, was passiert, wenn er mich. Aua. Aufpiekst. Da hätte ich mir denken können, dass das nicht der einzige war. Große Titanitscherbe. Welche Schritte? Oh fuck. Oh fuck. Hier in so einem kleinen Gebiet mit denen zu fighten. Au. Oh, diese Eisklinge, die macht so viel Damage. Ah, klar. Oh. Okay, ich glaube, ich muss doch Rüstung auf Schlag und so was wechseln. War jetzt natürlich mega ärgerlich, ey. Ich muss die Rüstung wieder wechseln. Das ist absolut Quatsch so. Von dem her. Ach, jetzt drücke ich nicht immer Escape, ich Pappnase. Die Rüstung zurück. Handschuhe. Keine Ahnung, welche Handschuhe das waren. Nehmen wir einfach die. Habe ich ein bisschen mehr. Die. Ah, jetzt habe ich wieder Escape gedrückt. Ich bin so doof, ne? Bin boosted as fuck. Aber ich nehme die. Bin ich noch flott? Okay. Ach, das ist natürlich scheiße jetzt, ne? Mit diesen komischen Dudes. Vor allem diese Zauberklinge, die ist halt krass. Die ist halt richtig krass, ne? Wenn er dich mit der Zauberklinge trifft, dann ist es halt sofort GG. Wie schmeckt er das? Ah, okay. Also man kann die aber gut staggern. Das ist das Gute. So, da oben ist der nächste. Den will ich erst hier haben. Wow, wow, wow. Damit darf der mich auf keinen Fall treffen. Aua. Aua. Okay, okay, okay. Wenn die dich einmal... Damit sind jetzt 14.000 Leben. Wenn er dich einmal mit seiner scheiß Combo da trifft, ne, wenn er da nur mit seinem Schwert rumfuchtelt da, ne, der Ficker da, dann ist halt wirklich RIP, ne. 14.000 Seelen weg, schön. Freut mich. Komm her, du Pisser. Komm her, du Pisser. Ja, komm, ey, warum kann ich denn nicht an dem vorbeirollen? Was er für eine Range hat. Was soll ich denn noch benutzen? Umrollen. Immer klar da mit einer Zappelei. Alles klar. Mann, ey, du klebst an dem Affen dran bis zum geht nicht mehr. Du kommst einfach nicht um den rum, ne? Holy shit, ey. Ist das eklig, ey. Dass du einfach nicht an dem vorbeirollen kannst, ne? Ich wollte jetzt offensiv an dem vorbeirollen, was aber einfach nicht ging. Komm runter, du Pfeife, ohne dass der andere Kollege was mitkriegt. Aber trotzdem kannst du jemand anderen. Komm her jetzt. Reaktion von dem toten Kaninchen, Alter. Okay. Kannst du den mal bitte anvisieren? Danke. Komm, mach deine Zauberklinge. So, aber dafür kriegt die auch One-Combo gelegt. Ne? Also die halten nicht viel aus, aber die ist halt trotzdem ärgerlich. Den letzten kann ich nicht mehr machen.
Das ist bestimmt auch irgendwie einen krassen Move oder so, oder? Dass ich auf dich gewartet habe, Alter, bin ich verhungert. Was ist mit dir? Diese Geister, Alter. Die triggern mich komplett. So, die sind ja kein Problem. Wobei, wahrscheinlich machen die auch Tonnen von Damage. Schon wieder 6 Tränke verbraucht, weißt du? So, da war die Nachricht lesen. Natürlich ärgerlich wegen den 14.000 Seelen, aber die 14.000 Seelen, die sind... What? Warum hat er mich jetzt gesehen? Was schießt er? Wie kommt das hier hin? What the fuck? Kannst du mich doch gar nicht sehen, Mann. Echt mal. Chill daneben, lauf da lang mit deiner Fackel. Sind die aber alle schön konzentriert, ne? So mag ich ja auch, ne? Will nur hoffen, das Feuer ist nicht so weit weg, das nächste. Weil der jetzt da rumgeböllert hat. Okay, das hat doch schon eine recht hohe Range. Alles klar. Freue mich über die ganze Map. GG. GG. Heute will ich nicht. Ich stelle mich jetzt hier hinten ganz wieder in die Ecke. In der Hoffnung, dass er mich jetzt wieder nicht sieht. Dass ich mich dann erst um die Hinteren kümmern kann. Das ist ja richtig krank, das Gebiet hier. Jetzt hat mich die kleinen Pisser mich sogar schon. Alles klar. Ich hab gedacht, ich kann den Backstep-Animation geben. Oh, denk ich nur hin. Zaubern hier, okay, 2 Tränke noch. GG. Ja, komm, ey, mein Gott. Lol, ich hab gerade. Na komm, das ist so gut. Vielleicht trigger ich die anderen jetzt nicht. Hast du die Schnauze voll gehabt oder was? Warum hast du nicht angegriffen, Affe? Okay, die kommen jetzt. Ah, guck mal, ich krieg von den Rittern. Ist das geil? Ich krieg ja jedes Mal einen Flakon von denen. Das ist geil. So, aber wenn der Pisser jetzt wieder hier hinkommt, dann bin ich am Sack. Laufen sie. Entschuldigung, ab Frosch im Hals. Okay. Heißt, wenn ich immer wieder von denen einen Flakon dazu kriege, dann ist das gut. Dann ich lasse sie jetzt erstmal leben, Alter. Das ist zwar nicht meine Art. Ich will mich jetzt erstmal hier unten gucken, dass ich vielleicht einen Shortcut freikriege, weil sonst werde ich das nie schaffen. Was die Krabbe. Und gib mir eine Titanitschuppe. Ah, voll mit Titanit. Wieder so ein Pisser. Was kreischt hier eigentlich so rum? Fuck, die sind wieder hier. Gehen die hier hoch oder gehen die woanders hin? Und liegt auf jeden Fall ein Item down, ist auch erstens der kreischende Vieh. Und zweitens ist da auch der Shortcut.
Okay, die haben mich jetzt nicht gesehen. Gehen wir jetzt erstmal weiter spazieren. Wollen wir ruhig mal machen. Wie gesagt, das ist normalerweise nicht meine Art, aber weiß mir gerade jetzt gerade im Moment nicht sonderlich zu helfen. Ja, da oben ist noch so ein Pisser und zwei von den Dudes wieder. Da ist die Tür, aber die können wir wahrscheinlich wieder nicht öffnen. Lass sie nicht von dieser Seite öffnen, habe ich mir schon fast gedacht. Hier haben wir noch ein Item. Das ist eine Titanitschärfe. Ist da unten. Auf jeden Fall jede Menge Blut. Blut ist nie was Gutes hier in dem Spiel. Weil das heißt, da sind viele gestorben. Oh, die laufen! Geronimo! Scheiße, da war ein Item. Will jetzt nicht in die nächsten Gegner reinrennen. Das ist eine Titanitscheibe. Ja. Okay, der eine ist getriggert wohl. Eventuell könnte man ja auch gucken, dass die. Hat der Typ mit dem Kreuz die anderen Typen angegriffen. Eine Tür. Komme ich jetzt so auch hin? Steht noch so eine. Auf. Geh nicht so nah an den Zaun. Oh fuck, der kann. What? Der kann da auch noch mich hauen? Komm, mach mal die Tür auf. Lässt sich nicht von dieser Seite öffnen. Dunkle Scheiße, okay, den einen habe ich getriggert. Okay, wir gehen erst doch weiter hier rum. Wir gehen dann erst weiter rechts rum. Da ist ein Leuchtfeuer. Geil. Geil, das Shit. Baby. Leuchtfeuer. Erstmal aktivieren. Oh, okay, Leute, wir machen hier jetzt einen Cut. Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs. Wer bist du? Verpiss dich. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir machen hier das nächste Mal weiter. Leute, vielen Dank. Haut rein.